Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragonlance Inquisition. Und ja, wir müssen jetzt eigentlich nur noch zu Sephine da reingehen. Mein und reden. Urteile. Das Konklave war unsere größte Chance auf Frieden. Die göttliche. Kann man mit da reden, ja? Erbauer, ihr seid das. Ihr seid der Herold Andrastes. Und ihr wurdet geschickt, um uns zu prüfen. Um zu sehen, ob wir eine Kunari als Andrastes Auserwählte akzeptieren würden. Ich finde, jeder verdient es, geliebt zu werden. Der Erbauer macht einige von uns nur größer und grauer als andere und... Egal. Mit Hummer. Ich bin Flisser. Wollt ihr was trinken? Kunari machen euch wohl nervös, oder was? Ihr habt noch nicht viele Kunari getroffen, oder? Nein, ihr seid die Erste. Wie gesagt, ich bin Flisser. Die Soldaten brauchten einen Ort, um sich zu entspannen. Also hat Liliana mich gebeten, eine Taverne zu eröffnen. Nichts Besonderes, aber für die Soldaten wesentlich sicherer, als sich in irgendeinem Dorf Ärger einzuhandeln. Woher kennt ihr denn genau Liliana? Ihr habt gesagt, Liliana hätte euch gebeten, eine Taverne zu eröffnen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war reiner Zufall. Ich habe früher mal ein Gasthaus in Denerim geführt. Wenn ich interessante Gerüchte hörte, habe ich sie Liliana erzählt. Und einige davon waren wohl ganz nützlich. Als sie mich irgendwann fragte, ob ich gerne meine eigene Taverne hätte, habe ich ja gesagt. Mir war ja nicht klar, dass sie diese hier meinte. Was finde ich so in Was könnt ihr mir über diese Gegend erzählen? Erdan ist der hiesige Apotheker. Er braut Tränke und versorgt die Verwundeten so gut er kann. Harrod ist der Schmied der Inquisition. Was ihr bei ihm nicht bekommt, kann euch vermutlich Quartiermeisterin Fern besorgen. Und falls ihr mal etwas Ausgefalleneres braucht, versucht euer Glück bei Sagrid. Seine Preise sind auch nicht allzu hoch. Bis jetzt. Oh, fast hätte ich Mineille vergessen. Sie erforscht Bestien und so, wenn ich mich nicht irre. Dann wiedersehen. Wiedersehen. Sing nochmal. Das Lied sind schön ruhige Lieder. Ja, zu labern. Das ist eine schöne Melodie. Das tut die Lieder noch viel lieber. Nicht, dass ich da jetzt zensieren muss. Ja, komm, weil geschützt ist, aber egal. Nein, alles. Einmal aufgemacht. Forscherin Minet wünscht sich zu vergewissern, dass die Zahl der Infektionen rückläuft. Weg da. Beweist, dass ihr auf Justinias Befehl hingehandelt habt, oder verschwindet. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Marquis. Tag für Tag treffen mehr Gläubige hier ein. Aber gestattet mir, dass ich euch die mutige Frau vorstelle, die ihr Leben riskierte, um der Magie der Bresche Einhalt zu gebieten. Lady Ada, darf ich vorstellen? Der Marquis Durillon, einer der größten Unterstützer der göttlichen Justinia. Und der rechtmäßige Besitzer von Haven. Das Haus Durillon stellte Justinia diese Ländereien als Pilgerstätte zur Verfügung. Für eure Inquisition gilt diese Übereinkunft nicht. Dieses Land gehört euch. Seit wann ist Haven nicht im Besitz der Kirche? Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Meine Gemahlin, Lady Meshen von Denerim, hat gemäß eines alten Abkommens mit dem Fereldischen Thron ein Anrecht auf Haven. Es war uns eine Ehre, es der göttlichen Justinia zu überlassen. Sie ist, war eine überaus verdienstvolle Frau. Ich werde keinen emporgekommenen Orden auf ihrem heiligen Boden dulden. Ich brauche aber eine Bleibe. Die Leute sind verletzt.
Ihr könnt sie nicht einfach in die Kälte schicken. Wer hätte etwas davon, wenn sie... Die göttliche Justinia, Marquis. Die Inquisition beschützt die Pilger, die sie betrauern, nicht die Kirche. Warum ignoriert die Kirche die Gläubigen? Weil sie noch immer unter Schock steht. Wir leben in dunklen Zeiten, euer Gnaden. Die göttliche Justinia würde nicht wollen, dass ihr Tod uns spaltet. Sie würde im Gegenteil darauf vertrauen, dass wir neue Bündnisse zum Wohle aller schmieden. Egal, wie seltsam sie uns auch erscheinen. Ich werde darüber nachdenken, Lady Montillier. Bis ich meine Entscheidung gefällt habe, darf die Inquisition bleiben. Haben die Durellions wirklich ein Anrecht auf diesen Ort? Die Position seiner Gnaden ist nicht so stark, wie er es gerne hätte. Trotz ihrer Kontakte nach Ferelden sind die Durellions immer noch Orlesianer. Falls der Marquis tatsächlich Anspruch auf Haven erhebt, muss Kaiserin Selene in seinem Namen mit Ferelden verhandeln. Allerdings hat sie im Augenblick größere Sorgen als unwichtige Gebietsstreitigkeiten. Ich will aber nicht stören. Entschuldigt die Störung. Ich wusste nicht, dass ihr mit dem Marquis redet. Halb so schlimm. Tatsächlich war unser kleiner Disput eine vortreffliche Übung für alle zukünftigen Debatten. Dann erwartet ihr in Haven noch mehr Leute? Zweifellos. Und jeder Besucher wird die Geschichte der Inquisition nach seiner Abreise verbreiten. Eine Botschafterin sollte dafür sorgen, dass die Geschichte so schmeichelhaft wie möglich ist. Schön, dass wir noch forschen. Wie wurdet ihr Botschafterin? Genau, ich habe euch gar nicht gewählt. Darf ich fragen, was euch dazu brachte, für die Inquisition zu arbeiten? Schwester Liliana trat an mich heran. Wir kannten uns bereits seit geraumer Zeit. Egal, was kommen mag, eine Diplomatin der Inquisition zu sein, ist tatsächlich so interessant, wie sie es versprochen hat. Welche Art von Beziehungen hattet ihr zum Adel? Ich war einige Jahre lang königliche Botschafterin Antivas am Hof von Orle. Der Adel in Thedas ist eine in sich geschlossene Welt. Ich kenne alle Adligen persönlich oder aufgrund ihres Leumunds. Die Inquisition kann sich glücklich schätzen, in euch eine Fürsprecherin zu haben, Lady Montillier. Danke. Wollen wir es hoffen. Die Politik von Thedas ist neuerdings etwas aufgeregt. Ich hoffe, ich kann uns in ruhigere Gefilde führen. Aber jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe heute noch viel zu tun. Ich habe mit Reden. Ich habe angefangen. Reden. Guten Tag. Auf Hosen, wer kennt die Lana? Erzählt mir von euch, ich kenne irgendwie das. Was macht eure Familie? Erzählt mir, wie ihr von eurer Arbeit denkt. Denkt ihr, ich bin gesegnet, ich mach das doch. Welche Geschäfte betreiben die Montagiers genau? Angefangen haben wir als Händler. Weg da. Meine Vorfahren haben die ersten Handelsrouten nach Rebell etabliert. Wir haben einen klasse Flotten. Bis zum nächsten Mal. Kein dein Feind, Ibi. Falls ihr etwas findet, bringt es her. Bitte sagt mir Bescheid, falls ihr etwas findet. Ihr seid der Herold. Naja, zumindest die Frau, die alle Herold nennen. Ich hoffe, die Inquisition stellt bald die alte Ordnung wieder her. Ich wollte den Zirkel nie wieder verlassen. Mein Name ist Minave. Ich erforsche Dämonen und andere Kreaturen. Sucherin Pentagast nutzt meine Erkenntnisse, um den Soldaten zu helfen. Ich habe etwas gefunden, das die Dämonen zurückließen. Habt ihr Verwendung dafür? Ja, das ist ausgesprochen hilfreich. Lasst es einfach hier, damit die Besänftigten und ich einen Blick darauf werfen können. Ihr habt einige faszinierende Dinge mitgebracht. Wir werden sie gut verwenden. Wir unterhalten uns später. Danke nochmal für alles, was ihr mir mitgebracht habt. Bitte sagt mir Bescheid, falls ihr etwas... Da. Wir rufen nichts gerade ein. Zu den Klappstühlen. Aber erst noch den Ladebildschirm. Währenddessen graben die den gerade aus. Dann faschen die noch meine Pferde. Einsätze, yippie! Übersetzung.
Großer Epizymen. Habt ihr meine Nachricht erhalten? Ja, vielen Dank. Einkäufer und dann könnt ihr am Ruf nutzen, um eine Lieferung eben zu seltener wertvollen Rohmetallen für das Handwerk zu erwerben. Quer 50 mal EP für Hitten freigeschalten, Kurtex-Eindruck. Dank einiger Bekanntschaften in den richtigen Positionen und einigen sozusagen auf von Ruß abbezahlen Händler sind und mehr für Gegenstände, die ihnen die, ja, zahlen zahlreiche Kontakte unter Handwerker und Lieferanten und irgendwelche Händler, dann ist es immer ein Rabatt auf ihre Waren. Macht das. Das. Ah, das sind die. Das sind die Inklusionsboni. Ich mach das da erstmal Beziehung vorher, damit ich dann. Händler, die Kunst eigentlich und Gewerne wollen, werden ihren Zugang zu besonderen seltenen Waren gewähren. Ja. Muss ich doch Macht und so ein. Nee. Da muss ich hingehen, das weiß ich. Abgeschlossen, Geheimnisse. Ach, dann. Ja. Volksrache kann ich machen. Geld beschaffen, 5 Einhorn. Ja. Wir bleiben erstmal in Verelden und machen hier erstmal alles. Ich würde sagen, wir machen Geld beschaffen. Ach so, wer hingeht. Machen wir uns an die Arbeit? Das Bericht annehmen. Hab's hingekriegt, wow. Ziehen. Den mit. Und stell ihn. Keine Arbeit jetzt gemacht habe. Ich habe ja ein Buch Glück gehabt. Schön. Fort Kano habe ich noch nicht gemacht, aber. Ja, reicht. Mein Gott. Und jetzt habe ich schon den Bildschirm. Immer noch schwarzer Bildschirm. Und die schwarzen Bildschirme sind auch mal herrlich gemacht. Da kommen wir auf.
Ja, aufzuladen. Ich will spielen und nicht leider mit Mom. Oh, ich habe gemerkt, wir müssen alles einsammeln, auch alles, was wir finden, auch wenn wir es dreifach haben. Gut, wir haben die meisten Mammels, aber wir brauchen alles. Ich habe Musik. Ja, Sounds. Sehen durch immer noch schwarz. Na komm. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielleicht könnt ihr diesen Schlamassel beseitigen. Unsere vermissten Patrouillen befinden sich in der Gewalt der Avar. Das sind Barbaren aus den Bergen. Was haben sie dann in einem Sumpf zu suchen? Das ist der springende Punkt. Ihr Anführer, er will, dass sie gegen euch kämpfen, weil ihr der Herold Andrastes seid. Warum will er das machen? Was haben sie gegen Andraste? Nun, die Avar glauben an Naturgötter. Sie verehren einen Gott des Himmels, einen Gott des Waldes und so weiter. Die Avar sagen, ihr würdet behaupten, von einem Gott geschickt worden zu sein. Deshalb fordern sie den Willen eures Gottes heraus. Ich glaube ja, dass ihr Anführer ein aufgeblasener Gockel ist, der nur allzu gerne damit prahlen würde, euch getötet zu haben. Das kann ja noch einer werden. Soll ich irgendwas unterschreiben, bevor er versucht, mich zu enthaupten? Sie denken, dass nur Schwächlinge lesen. Ihr wisst schon, Schularen, Bewohner der Ebenen, olesianische Bauern. Es wird nicht leicht sein, zu unseren Truppen vorzustoßen. Ihr müsst euch durch die Untoten. Wartet, ihr seid doch nicht empfindlich, was Untote angeht, oder? Ich will die Patrouille einfach nur retten. Das tut nichts zur Sache. Ich lasse nicht zu, dass die Avar Soldaten der Inquisition abschlachten. Das weiß ich zu schätzen. Die Avar sind in dem Schloss auf der anderen Seite des Fallbruchs. So der Erbauer will, sind die Leute der Inquisition noch am Leben. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Ja, komm her. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Hier, kannst du herstellen. Ich brauche Sommersteine, okay. Ihr wart doch zu Anfang der Meinung, unser Herold Andrastes sei in den Angriff auf das Konklave verstrickt gewesen, nicht wahr, Sucherin? Ja. In Ermangelung einer anderen Erklärung schienen die Beweise erdrückend zu sein. Und doch habt ihr eure Meinung geändert. Ihr habt die Stimmen im Tempel doch auch gehört. Ist es denn so überraschend, dass ich ihnen geglaubt habe? Bedauerlicherweise ja. Zu wenige der Mächtigen besitzen den Mut, einen einmal eingeschlagenen Pfad wieder zu verlassen. Sie fürchten, sie könnten dadurch schwach erscheinen. Die Wahrheit ist mir wichtiger als mein Ruf. Und wer auch immer mich der Schwäche bezichtigen möchte, kann es gerne versuchen. Nur ich. Ich bin jetzt nur ein bisschen schwach. Spuren einer Seuche. Die Krankheit muss schrecklich gewütet haben. Niemand kam, um das Land wieder in Besitz zu nehmen. Jedenfalls kein Lebender. So. Das können nicht alle gewesen sein. Da müssen noch mehr sein. Weiter drin. So. Bin dran. Noch alles ringsamt. Ja, ich bin ein Sammler. Wo bin ich überhaupt hin? Risse. Habe ihn gefunden, wo ich hin muss. Aber schon geradeaus. Seid vorsichtig. Bewegungen im Wasser.
raus. Ab geht's hierher. Bevor schießen. Yay. Ist das eine Art Leuchtfeuer? Vielleicht, wenn ich es mal versuche. Ja, mach du mal. Vorsicht! Wir könnten sie benutzen, um auf festem Boden zu kämpfen. Dann sucht noch mehr von den Dingern. Ach jo. Belesen. Hey. Geisteressenz brauche ich nicht. Plündern. Ich gehe da hinten lang. Na gut, hier ist der erste Boden. Guck mal, hier ist ein Geist. Da ziemlich am Fußboden liegt. Gehe ich nicht. Offenbar macht das Schleierfeuer die Runen lesbar. Das ist ein schön. Was bringt die mir? Rondoleder, ja. Ey, nein. Die Munition, das brauche ich ja auch übelst viele. Ich brauche eigentlich alles, was ich auf Fußboden finde. Da, oh, ich wollte ja verkaufen. Oh Mist, hab ganz vergessen. Wo geht's zu der Risse? Das ist ein Lager. Also wenn ich da unten bin, ja, hab ich allen Rest entdeckt. Was denn das? Oh,
Ach, ich muss die Abkühlung. Wo denn das? Ein Sumpffischer. Okay, was macht der? Nehmen wir mal ein Buch mit. Sagen wir also Laura auf. Mitten im Sumpf. Kann ich hier was Neues machen? Nein, ich brauche Sommersteine. Ja, ja. Ja, der ist auch, es gibt nichts zu berichten. Also, hiermit tue ich die Folge beenden und sage Tschüss und auf Wiedersehen.